Guten Morgen. Heute ein Tag mit vielen Aufgaben. Habt ihr auch eine Frau mit Kaufzwang? Nee, Ja, nee, nee, nee. Nicht mit mich. Salami und Marmelade. Ich bereite Frühstück vor. Salami und Marmelade. Und Käse, na dann bleibe ich. Nicht. Ist er! Herzlich willkommen. Heute wird das Treckrad erstmal zerlegt. Alles, was kaputt ist, kommt ab. Und dann kommt alles wieder neu aufgebaut. Ihr seid mit dabei. Wenn ihr Bock habt, los geht's. Ich spann's erstmal ein und dann geht's ab. Die Pedale haben wir ja schon ab. Das ist fantastisch. Ich freue mich sehr. Ich mache erstmal Licht. So, offen ist der Puff. Licht haben wir jetzt. Und gleich geht's los. Aber erstmal einen Kaffee trinken. Noch nichts gemacht, der Tommy. Aber schon Kaffee und Frühstück. So muss es sein. Wow, Batman. Fatman, so die Hose hängt immer noch hier. Ist das unser Frühstück? Alles super. Rinderfilet, wo ich merke, dass es Tofu ist, das würde ich dann doch entsorgen. Aber ansonsten, weil ist ja Tofu ist ja Kunststoff und Kunststoff ist nicht essbar, vergiftet man ja seinen Körper. Das ist ja auch gefährlich. Und im Sinne dessen muss ich das dann vernichten. Ja, Dennis kommt heute vorbei. Fahrrad wird abgeholt. Das Bild wird abgeholt. 1 Euro. 1 Euro ist natürlich ungefähr das, was unser Frühstück gekostet hat. Na, immerhin, wir haben drei Gläser zur Auswahl. Honig, einmal Erdbeer und einmal. Nein, mein Lieber, da hast du dich aber getäuscht. Wir haben nämlich vier Gläser. Die Nutella steht noch nicht auf dem Tisch. Ja, aber die steht noch nicht auf dem Tisch. Die zählt nicht. Aber. Die ist nämlich nur für Sonntag. Die wird nur am Sonntag, am guten Sonntag wird die rausgeholt. Und dann auch erst geöffnet. Ich erwarte mein Essen jetzt. Frau, nähre mich. So schlimm eigentlich mit diesen ganzen Ladekabeln. Überall wird geladen. Ich kann keine Anrufe, ne? Pass auf, der klingelt. Es ruft ja keiner an. Da kriegt so eine scheiß Nachricht von ihrer Sendung, kann abgeholt werden. Und ich warte den ganzen. Das Mikrofon für die Kamera ist das. Nehme ich und ich brauche das Mikrofon für die Kamera. Jetzt kann ich das in irgendeiner verfickten Postfiliale abholen. Es ist nichts im Briefkasten. Es ist doch nie was im Briefkasten. Na, zu einer Postfiliale. Ich meine, gehe jetzt erstmal zur ersten Postfiliale. Wie kriegt man denn nicht raus? Wer schickt einem denn so was? Die Sendung wurde in einer Postfiliale abgegeben. Einer. Welcher? Es gibt ja nur eine in Berlin. Wo ist denn mein leckeres Frühstück jetzt? Kannst du echt vergessen. Brötchen. Hören Sie an, wie hart gekochte Eier. Ist das Mikro für die andere Kamera? Dann kann ich endlich mit der neuen Kamera, die ich schon über ein Jahr habe und nie benutzt habe, mal. Oder so. Mit dem verfickten Ton, ja, die Kamera hat, wie viel kostet? 400, 500? 450, 470, 480? 500. Ich glaube, die neue kostet 600, die 6er kostet 600, die 5er kostet 500. Die 4er kostete 400. Ja, das ist das Programm bei denen, war. Die 3, dann 300 vielleicht? Ist vielleicht wirklich so? Kostet die nächste 700? Spekulation über Spekulation. Na, bei GoPro weiß man nie, die verändern ja auch immer ein bisschen was. Aber verbessern sich nicht kontinuierlich. Das ist so ein bisschen schade. Also das finde ich wirklich schlimm. Wie kann man denn eine Kamera rausbringen, wo der Ton bei der vorherigen viel besser war und dann eine Kamera auf den Markt geben, freigeben quasi? Man sieht ja, was man entwickelt. Also man guckt sich ja an, was man entwickelt. Man hört sich ja auch an, was man entwickelt. Wie kann man denn dann so eine Kamera freigeben, die vielleicht ein besseres Bild hat, bestimmt. Ein besseres Bild und eine Videostabilisierung und was weiß ich, was die alle drin haben. Aber eben keinen Warum guten nutzt Ton. du eigentlich diesen Stock? Ja, kann ich dir auch sagen, genau, ist nämlich das nächste Ding. Ärgert mich ja wie die Pest, wenn ich diesen Stock, wie du so schön sagst, benutze. Karma Grip meint sie natürlich. Dann, was ist dann? Ich würde das Ding benutzen, aber. Du kannst es nicht ablegen. Jetzt zeig vergessen, woran es liegt. Hä? Ja, ich warte. Der Stock. Der Stock. Warum ich nicht würde. Wieder eingefallen. Ja, ich bin schon ein bisschen älter. Ich bin nicht mehr so jung und agil wie manch andere. Ich habe schon wieder vergessen. Da bin ich ja. Eine Stunde später. Eine Stunde später, genau. Tommy. Der Schock. Und wieder wach geworden. Narkolepsie. Ich benutze ihn nicht ganz einfach. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil die Geräusche der Motoren, die den Ausgleich machen, damit das Video stabil bleibt, stabil, sind so laut. Weil sie direkt neben dem verschissenen Mikrofon sitzen, was sowieso schon schlecht ist. Jetzt hast du das Geräusch dieser Motoren, die permanent ausgleichen. Hörst du auch noch neben diesem verkackten Ton? Und dann habe ich mir den Adapter gekauft für die hier. Für die Vierer. Aber es ist ja das Gleiche. Hier hast du einen guten Ton von Haus. Aber wenn du die Geräusche von dem Video, den Summen von diesen Motoren hast, die ganze Zeit, ist das beschissen. Mit anderen Worten, der Stick ist auch unbrauchbar, der Schrott. Zumal ich immer noch nicht rausgefunden habe, ob man den Stick benutzen kann,
mit einem externen Mikrofon. Das wäre nämlich gut zu wissen. Also, darauf ein Kaffee, ich hol nachher das Mikro ab. Auf das neue Mikro, was in der Skalitzer Straße liegt. Nein! Bestimmt jemand, der das Bild abholt. Arni, miss it! Tommy, kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun? Kann ich kurz reinkommen? Der will sich aufwärmen. Ja, aber du kriegst doch nichts dafür. Für nachher macht der Marcel Breuer. Was kriegst du denn dafür? Stück 25? 30? Ich hab's jetzt wieder drin mit 150. Zeig mal her. Ja. Ja. Das ist doch nicht. Ja, hallo, Tommy hier. Du hast angerufen gerade. Ja, da kannst du denn vorbeikommen. Ich weiß ja nicht, wann willst du denn vorbeikommen? Du kannst heute vorbeikommen, wenn du willst. Ja. Welche Draht war denn da bei dir jetzt? Also ist das gestern ausgegangen? Ja, gut, okay, weiß ich Bescheid. Wann kommst du? Also noch ein Rad wird abgeholt heute, 12 Uhr. Jetzt kommt einer 12 Uhr, einer kommt 1 Uhr, das weiß ich nur, wegen dem Bild. Ja, mal ist, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Da musst du jetzt mal auch klar sagen, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Annehmen, geht nicht. Was mache ich denn jetzt mit meiner Arbeit? Allein schon wegen 150 Euro überhaupt so lange rumzudiskutieren. Ja, ich helfe mir ja nicht. Ich helfe jedem irgendwie, Janne. Wisst ihr ja selber. Problem ist, kommen die deswegen alle zu uns und sind ganz enttäuscht. Wir haben schon mal 5.000 Euro gegeben. Ungern. Du gibst jedem ungern Geld, wenn es nur 5 Euro sind quasi. Das ist scheißegal. Du weißt ja, wie es läuft. Du bist ja da weitsichtiger als ich. Nun lässt man ja irgendwie einen Kumpel nicht irgendwie sitzen, so, weißt du, wie ich meine? Die ist verfallen. Ja. Ich hätte ins Gefängnis gelassen. Du hättest ins Gefängnis geschickt. Mhm. Das kann ich doch nicht machen. Ja, ihr beide, ihr seid genau gleich. Ihr seid beide, ihr schickt alle in den Knast. Wer war scheiße baut? Was richtig scheiße war von ihm, dass ich das zweimal bezahlen musste. Das war richtig scheiße. Das fand ich richtig scheiße. Das war scheiße. Ja, grundsätzlich. Aber ansonsten ist das ist doch ein Freund. Einmal drücken. Morgen Ski drücken. Schnell die Beine weg. Mensch, wie alt bist du jetzt schon? 5 Jahre? Mein 5-Jahres-Knubbel. Da ist schon der Nächste. Der holt ein Bild. Mach hier. Ein Bild für 1 Euro? Richtig, ein Bild für 1 Euro. Ohne gedacht, ich habe mir mehr erhofft. Ja, natürlich. Natürlich. Vielleicht sogar. Ich zeig's noch einmal der Kamera. Ja. Hier. Die filmt nämlich alles. Auf alle Fälle schön, dass es in guter Hände kommt. Versand hätte es definitiv nicht überlebt. Ja. Kannst du noch so mit einpacken, wenn ich sehe, wie die mit den Paketen umgehen heutzutage. Und du stehst vorm Laden, warum? Ich suche einen Kettenschutz. Am liebsten das Aluminium. Wolltest du so einen älteren hoch, oder? Ja, ja. Ne, ja? Also du darfst gerne selber gucken da. Machen wir mal so. Ich muss wechseln hier. Festnetzanschluss. Haben wir jetzt? Und jetzt müsst ihr von da starr zugucken, zuschauen, wie ich das hier repariere. Dennis kommt dann auch noch vorbei und dann gucken wir mal, wechsle ich die Akkus und dann kann man ein bisschen wieder agieren. Und währenddessen meckere ich pausenlos. Ist ja alles vollgestellt. Ja, natürlich, ist mein Laden. Mein Leben ist vollgestellt. Nicht im Sinne von gestellt, aber im Sinne von voll. So, ich wechsle mal schnell einen platten Reifen. Tommy? Ja, bitte. Wir gehen jetzt einkaufen, ja? Ja, fantastisch. Wir bringen Kaltschale ja, mit. Ja, mach ich. Okay. Auf alle Fälle. Apfelstrudel! Ja, wenn schon, denn schon. Wo seid ihr denn? Wo bleibt ihr denn? Da seid ihr ja. Schlauchwechsel. Für Martina. Ist der Mantel runter? Kommentieren im Leben. Irgendwann im Alter denken sie, ja, wenn du dann keine Kamera mehr bei hast, wenn du dann alt bist und senil quasi, also hoffentlich vielleicht noch nicht senil, und du fängst dann an. Und du fängst dann an, auf immer zu reden, weil du doch so gewohnt bist, weil du ja irgendwie 10 Jahre lang gemacht hast, oder 20 oder 30 oder 40, hast du so geredet und alle kommentiert, was du machst, dann liest du eine Klapse. Am Ende denken sie ja so schön, Leute laufen oben vorbei, was macht der denn da unten? Der ist ganz alleine, der quatscht. Mit sich selbst? Da lieber nicht in unser Fahrrad reparieren. Das geht nicht. Oh, ist der fest drauf hier. Was ist denn hier los? Nee, er ist Auftrag war nicht. Zweiter Auftrag ist platter Reifen. Stimmt nicht. Wir hatten ja schon gestern. Was war denn das gestern? Erster Licht.
Zweiter war Siebengangschaltung, Probleme. Ein dritter ist platt. Und als vierter ein Umbau. Fängt der gut an, dafür, dass es neuer nicht angefangen hat, fängt gut an. Ja, der Kollege, der das Rad abgeholt hat, der hat offensichtlich ein Neurad erwartet. Das kam mir fast so vor. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber der Kollege war ja nicht so glücklich mit dem Kauf. Er hat für 60 Euro ein Rad gekauft, was ich hier für 300 angeboten habe. Für 400 habe ich angeboten. Und habe das am Ende schon für 300 weggeben wollen, obwohl mir schon mal zwischendurch einer 300 geboten hatte dafür. Aber da habe ich noch nie gesagt und dann heißt irgendwann gesagt, dann nach meinem Jahr, naja doch, machen wir da einfach auf 300. Dann war aber letztes Jahr nicht mit Schnellverkuchen. Jetzt ist es für 60 Euro weg, ja. Moin! Ja, hat die Kelle eröffnet? Ja, na fast. Ja. Fast, fast. Und Tanz und alles da? Mit Tanz und Tee. Und Musiker? Naja, ich mach selber. Ich klatsche immer in die Hände im Takt. Früher haben wir die Kohlen hier immer geholt. Ja. Und? Heute ist andersrum. Heute müsst ihr Kohlen mitbringen. Ja. Damit es warm wird hier unten. Er braucht Kohlen. Ja. Ja, dann viel Spaß noch. Ja, danke. Werde ich haben. Tschüss. Ciao, ciao. Jetzt checken wir mal den Reifen hier. Von außen Sicht, von innen fühlen. Moin. Moin. Ja? Ja. Arbeitest du endlich mal wieder? Ach, Ruf, ich arbeite die ganze Zeit. Ich renne hin und her. Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Ja, hallo, der Tommy hier vom Fahrradladen. Dein Rad ist fertig. Kannst es abholen kommen quasi. Na, wenn du was mitbringst. Sie ist gerade beim Kochen. Na, meinte ich, dann bring doch was mit. Da, neuer Akku, neues Glück. Der Akku ist durch. Der Akku ist durch. Wup, wup, wup. Jetzt der Track, Traumzauber hat. Aber zuerst hole ich zwei Mieträder ab. Die stehen in der Ecke schon seit 2 Monaten. Ich muss sie jetzt abholen. 4 Schlösser, wird das 1, 2, 3, 4. Jo, wo war das? Und eine Leiter und eine Zange, weil wir die Regenrinne auffummeln müssen, weil der Balkon voll mit Wasser steht in der ersten Etage. Ja, um sowas muss ich mal halt auch kümmern. Also muss ich nicht, aber mach ich. Ne? Das weiß ich, also der mir hier gerade vorbeigegangen. Das ist 100 Wunder, das aufnehmen. Können wir ja aufnehmen hier. Kamera läuft ja sowieso. Nicht auf Augenhöhe, ich will es nicht schlucken. Lässt das am besten so. Ist wahrscheinlich besser, als wenn das so rauspülscht. Frisches Wasser! Oh, war ja, ey. Hans, was ist denn da los? Da müssen wir unbedingt was machen. Wollten wir dieses Jahr machen, tatsächlich. Nur an der Mann der Puppen und was. Ja. Das ist Herr Thiele, sein nicht. Balkon. Naja, der badet immer. Der hat hier eine Badewanne oder da? Weiter geht's. Wo sind wir denn stehen wie beim Track? So, liebe Leute, die Bremse, der Bremszug hinten ist total verrostet. Der wird neu gemacht. Heißt Bremse lösen, da. Bremse cutten, da. Oh, ist das rostig. Das muss getauscht werden. Das sind die falschen Bremshebel, meine, das sind V-Brake-Bremshebel und die haben überhaupt keine Kraft, um die Dinger zu bewegen, um die alten Kantis zu bewegen. Das funktioniert nicht. So weit baut man da nicht an. So, ja, vorne, der vordere Hebel mit null Weg, wo keine Reibung entstehen sollte, ist total für den Arsch. Funktioniert nicht. Der vierte Zug muss auch getauscht werden. Das ist auch rostig. Jetzt kommen noch die Schaltzüge ab und dann sind wir auf Stand 0 und fangen wieder an anzubauen. Achso, da wollte ich noch mal eins sagen. Also, das ist ja wirklich nett. Die gute Frau, mit der ich vorhin telefoniert habe, die ihr Rad abholen kann, die hat mir echt was zu essen vorbeigebracht. Also, das ist wirklich super und das muss ich jetzt auch essen, weil es scheint ja warm zu sein sogar noch. Sowas finde ich toll, das ist eine nette Geste. Kommt vorbei und sagt, die hat mir doch eine Kleinigkeit mitgebracht. Sie hat gar nicht so viel gekocht, aber naja. Ja, hier. Das fand ich so süß. Also wirklich total nett und herzlichen Dank an dich auf alle Fälle. Sowas freut mich sehr. Mhm.
Schmeckt gut. Ei, Reis, Zwiebeln, Karotten, Apfel. Jetzt müssen wir erstmal die Dinger befreien von den Zügen, von den alten hier. Jetzt ein Gripshift SRT 800X81. Für die meisten wird sowas heute nur noch Schrott sein. Gripshift, ja, irgendwie, weil heutzutage diese Drehgriffschalter, sind ja auch nicht Gripshift alle, sind ja Drehgriffschalter, heißen die. Die sind eben bei den meisten Billigrädern auch dran, ja. Aber das sind eben dann nicht diese Modelle. Also diese Modelle sind gut. Und 1, 2, 3. Jetzt andere Bremsgriffe, weil die funktionieren nicht. Die sind für V-Brakes und nicht für Cantilever-Bremsen. Das funktioniert nicht. Guck mal nach, ob die eigene sind. Ich mach mal einen. Ich baue mal einen an einfach und guck mal, wie die bremst. Also das wird bestimmt anders sein als vorher. Moin. Taschen. Was darf es sein? Ich bin auf der Suche, so ein bisschen Ersatzteile und mal schauen, so einen schicken alten Stahlrahmen. Was brauchst du denn an Ersatzteilen? Wir haben ja endlich einen Laufräder, Lenker, einen Schaltungssatz, wo ich mir so in Richtung Randonneur ein bisschen ein Reiserad aufbauen kann. Naja. Und wenn du eventuell einen schönen Stahlrahmen hast. Kannst du ja mal gucken, was hier interessiert. So, ich muss euch mal woanders platzieren. Ah, hier. Ich werde von hier aus zugucken. Ja, na, ich suche auch immer und gucke, wo ich was kriege und restauriere, baue wieder auf. Wenn ich auch bei ihm ist, seid ihr da oben noch aktiv, wa? Ja. Doch, na klar, das wollte ich. Mit dem gerissenen Rahmen. Genau, ja. Mit dem gerissenen Rahmen, das bin ich, ja, klar. Genau. Wollte ich da sagen, das habe ich da gesehen. Hast du das noch? Oder ja, das steht oben. Das steht oben in der Wohnung. Achso. Willst du das sehen? Das wäre ja interessant, weil da war eine Sora-Schaltung dran, ne? Komplett das ist eigentlich alle. Das ist im Grunde genommen das Ding, ja. Bloß da musst du halt. Einen neuen Rahmen brauche ich. Brauchst einen Rahmen, ja, genau. Das ist alles andere ist dran. Klar, logisch. Das wäre was für dich, weil das läuft ja. Klar, logisch. Ich habe mich gar nicht mehr dran gedacht. Die sind immer so außen vor geredet. Ja, egal, komm. Verkauft! Ding mich, was du sagst. Verkauft. Ja, ich bin die Sorgen los. 150 Euro. Also ich habe mein Geld wieder. Ich habe ja keinen Gewinn, nichts. Ja, das ist meistens so, immer wenn ich die Nummer weit hinterher bereut. Naja. Da darf man dann aber auch nicht irgendwie sich selber dran runterziehen. Nein, das ist schon okay. Naja, klar. Ja, hier und da ein bisschen Morphium. Ja, warum denn nicht? Du musst doch mal für die Kinder jetzt auch mal was Ordentliches sagen. Ja, weg von Drogen. Ja, ansonsten endet er als Morphinist. Ja, so wie im Idealfall, weil das ist ja ganz gut. Ja, stimmt, im Idealfall. Im Idealfall bist du Morphinist, dann kriegst du kaum noch was mit. Genau, Freud kann davon unbedingt singen. Ja. Nicht nur der. Ja, wie gesagt, den Rahmen bitte nicht mehr fahren, aber das ist natürlich dir überlassen, wenn du gerne ausprobieren möchtest. Das ist mutig, ne? Oder so, aber ich würde es nicht mehr machen, ich mit meinem Gewicht auf alle Fälle nicht. Auf jeden Fall. Schönes Wochenende, macht's gut. Gleichfalls, bis dann, ciao. Ah, zeig mir doch mal den Steuersatz, Dennis. Dennis, zeig mir den Steuersatz. Zum ersten Mal in diesem Jahr offen? Also, ich hab ja nicht offen. Schon kommen sie aus den Löchern gekrochen. Nein, das ist eine 32, aber was du brauchst, ist 46. Mann, hier sind ja nur Missverständnisse, ist ja unglaublich. Meine Fresse. Wenn sie dann einmal rumgestrappt haben, dann funktioniert das nicht mehr. Ja. Ein Laufrad. Ja, aber ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten. Ich muss viel arbeiten. Zeitintensiv, der junge Mann, leider. Aber was soll man machen? Man ist ja, wenn man da ist, Anlaufstelle für ihn. Dennis, lebst du noch? Werkzeug dafür brauche, also zumindest so eine Schale als Adapter für das normale Einpresswerkzeug. Kamera. Alles. Arbeiten. Internet. Ja. Da kein Problem. Ja, kein Problem. Achso, der Nachname will nicht gehen. Ja, ein treuer Fan. Na Mensch!
Hast du die Telefonnummer ausgetauscht? Das ist ja Wahnsinn. Naja, man muss doch einen positiven Eindruck hinterlassen, oder? Vielleicht, dass man nicht so viel gut ist. Jetzt bei der Polizei nicht klappt. Jetzt schon bei der Polizei nicht klappt. Genau. Den Preis bestimmst du ja tatsächlich nicht nach der getanen Arbeit oder nach dem Aufwand heutzutage mehr. In erster Linie wegen dem Markt. Wenn der Markt sagt, das ist geil, steigt der Preis. Ja, ja, aber das und da kann das Ding 10 Cent gekostet haben oder was weiß ich was. Ja, ja, wenn die Nachfrage da ist, dann lassen sie das Ding ja nicht bei 10 Cent, sondern machen halt einen Euro draus. Ja. Zum Beispiel. Im kleinen Design. Ich baller den einfach rein. Damit kann man einfach aufgehauen. Ja, nee, ich das Werkzeug dafür. Wieso nicht? Im Grunde genommen musst du das ja anders machen. Du musst eine Hütte nehmen. Wie das von Andi. Ich schenke an dich. Danke. Und dann einfach nur aus, als Führung benutzen und nimmst den Bohrer. Und dann nimmst du noch hinten die Schlacht und dann. Ja, stimmt, das drin ist er, ja. Der ich bin ja blöd, ey, Alter, ich bestell Werkzeug dafür. Hilti! Ja, die Zeitrechnung hat angefangen genau vor 2018 Jahren. So lange gibt es die schon. Nicht schlecht. Ja. Die haben schon Jesus auf die Sprünge geholfen. Ja. Mit Reset, haben nochmal Reset gemacht und dann, deswegen Reset. Weil das ist ja der Nullpunkt. Die hast ja nochmal alle resettet. Die haben die Nägel haben sie herstellen lassen von der Partnerfirma und die haben auch ein Werkzeug dafür hergestellt. Genau. Das ist schön. Den Hammer haben sie hergestellt. Lattenjung. Und ein Kreuz kam aus der Region vom Biobauern. Den findet der Thorsten findet den ja schon nervig. Ja, ja, aber wenn Thorsten ihn schon nervig findet, naja, dann. Willst du einen Vorraumkuchen, Marlies? Oh, ich hab einen eigenen. Jo, stimmt. Haha. Ich kann ja jetzt nicht mal sitzen, vielleicht gefällt mir das ja so, ja, Form, also ein paar Millimeter davor. Ja, dann bestell dir doch einfach von jeder Größe und dann jeder Farbe und Form. Und du testest sie alle einfach mal durch, du bestellst sie einfach nur zum Testen. Und, und behältst sie natürlich dann auch, weil zurückschicken kannst du sie ja nicht mehr. Nee, kann ich nicht mehr. Du bist ja einfach auch so reich, dass dir, genau, du kannst ja erkaufen, was du willst. Ja, eigentlich. Aber Hammer ist dann überhaupt kein Thema. So ein Form für 80 Euro oder was kostet der? 85? 86? Mit Versand? 90? 95? Also mit Versand, denn Versand. Inklusive Versand. Könntest du das Geld nicht so sinnlos auf den Kopf kloppen? Na ja, du Ärmster. Sind wir schon in Höhe. Nicht, dass du mit einem Steuersatz überleben musst. Na, Daniela interessiert sich oft für solche Themen. Also, na, den Glück haben, ja, ja, eine gute Partnerschaft. Und die hat es aber nicht begriffen. Ja, weil die hat den nämlich. Das wird so hergestellt, das muss da so sein, das machen die da mit Absicht so, das wird da die Stelle da mit Absicht so her. Achso, dass das ein Muster ist, dachte genau, sie. Ja, hey, also, ja, ja, nee. Nein, Daniela, und das hat echt fast eineinhalb Stunden gedauert. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dennoch unter Einfluss von. Hab da schön da gesessen und das ausgekaut. Der Andi hat mir einen Heiratsantrag gemacht. Hier. Das ist schon wieder wissenschaftliche Diskussionsrunde hier. Wir müssen uns was aufheben für unsere Begrüßung, 2018 Begrüßung. Genau. Laden war Stephen Hawking sein. Da nehmen wir, keine Ahnung, irgendjemand, der sowas machen kann. Können wir gar nicht sagen jetzt. Da bauen wir oben auf den Rollstuhl noch einen Propeller und einen Sonnenschirm und das ist dann Stephen Hawking. Oh, ist dann, ja, mein Herz, ich geh kaputt, ich sterbe. Ich kann nicht mehr. Das ist so geil. Ah! Oh, mein, ich krieg Herzkrämpfe. Ja. Ich werde Stephen Hawking nicht machen. Ja, oh. Aber da muss den Computer ja vorher programmieren. Wer macht denn das denn? Dein Vater eigentlich? Der kann so sowas. Na, für den spricht doch der Computer. Ah. Also der ist glaube ich ganz schön eingeschränkt. Mittlerweile war. Meinst du das jetzt ernst mit dem Herzen oder was? Ja, ne, Muskel. Achso, gut. Nein, mach mir hier Sorgen. Nachher liegst du nächste Woche mit Rolle zusammen auf dem Zimmer. Ja, nee, so, der ist zurück. Der ist zurück. Ich habe heute Morgen gesehen, der kam zurück. Er hat gestern Abend Mutter Monika gespielt und dann habe ich gedacht, ich will ja mal kicken, wünsche mir so ein neues. Hallo. Hallo, Wolle. Genau, und dann hat Reike alles gut und dann habe ich ja noch die Worte von dir im Hinterkopf gehabt. Naja, da hier das Treffen mit Marlies und so weiter und dann, ne? Achso. Wie geht's dir denn? Und dann, ach naja, weißt du, ich hab. Und dann hat er angefangen gesagt, nee, mir geht's nicht so gut. Weil er muss ja nächste Woche ins Krankenhaus. Montag und Dienstag nächste Woche. Kontrolle aber. Ja, ja, genau. Ich komme vorbei im oberen Krankenhaus und dann meint er zu mir. Nein! Wie, hast du nächste Woche auch einen Termin oder was? Nein, ja. Ich komm doch vorbei. Such dich einfach mal. Ja. Das hat er ja nicht, das kennt er nicht. Zeit halt vorbei war. Jetzt fällt er freiwillig runter, gibt's ja nicht. Er ist wirklich richtig steif. Ja. Mal Kamin anheizen.
Ja, das müssen wir machen, wenn wir Senf machen auf einmal. Kündigt werden. Das sagst du aber jetzt nochmal. Was haben die gemacht mit dem alten Zeug bei dem Kaufland? Das Zeug, was 5 Tage vorm MHD war, das muss ja raus. Das muss ja raus auf ja. Ist ja gesetzlich so geregelt. Ja. Und diese Ware, 5 Tage vorm MHD, wurde dann hinter verschlossenen Türen aus der Verpackung genommen und in die Frischwurstabteilung gelegt. Gestern war ich noch an der Frischwurstabteilung. An der Frischwurstabteilung gestern? In Kaufland, ja, in dem Kaufland hier. Ja. Und da habe ich gedacht, lecker Bulette, ja, und irgendwie haben die ein anderes Licht in dieser Dingsbums da drin, ja, in dieser Frischwurstabteilung. Ja, so ein rotes. Dann habe ich mir, sie haben es eine Pfefferbulette. Hi! Hey, hi! Na? Und neue Anruf. Das sind hier vorne Pfefferbulette. Sag ich, lecker Pfefferbulette, nehme ich. Und dann nehme ich noch hier da hinten die. Dann haben sie da so eine schwarze Schalen, so eine mehreckigen, so, wo dann drin ist, das Zeug, ne? Ist da drinne. Und da habe ich gesagt, nehme ich noch 2 davon. Ach, 2 noch davon? Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, frische Buletten? Das ist schön. Komm nach Hause, fress die Pfefferbulette. Die war ja noch okay, die war wahrscheinlich auch selber gemacht. Und die anderen Buletten, die sie da haben, in en masse, ja? Ja. Das waren Verpackung. Zimbo-Buletten. Zimbo-Verpackung? Nein, Zimbo! Ja, Alter, Daniela hat gesagt, können wir da noch warm machen, wa? Macht die Herdplatte an, stellt einen Rost darüber, geht ja schneller als im Ofen halt, wa? Naja, ja. Und schneidet die in der Mitte auf, erstmal kickt sie sowieso so und meint so, hey, sind die denn normalerweise? Nein, die halt aus der Frischwurstabteilung gekauft, die sind selbst gemacht. Sein. Und du hast das damals selber erlebt, ohne Scheiß? Ja, und dann schneidet sie die in der Mitte auf, kickt drin und meinte, aber mal. Wenn du jetzt selber erlebt hast, warum hast du die geholt? Na, ich hab gedacht, das hat sich geändert. Ich hab gedacht, das ist vorbei. Aber ich hätte wann ja hast du da gearbeitet? Ja. 90er Jahre denn, oder? Ja, 99 oder so was. Nein, ja. Das ist nicht vorbei. Das klären wir. Ja, decken auf. Wir decken pass auf. Pass auf, Dennis, krieg doch mal, jetzt sind doch hier so eine Verpackungsbulette. Ich meine, nein, die habe ich doch gerade frisch geholt. Haben die denn einen anderen Preis? Oder ich habe für 2 Buletten 1,68 bezahlt oder so. Und die Zimbo-Buletten kosten aber die ganze Packlohe 2,20 oder so. Oder vielleicht waren es doch die ganz billigen, die kosten nämlich 1,50. Den Test machen wir. Den Test machen wir. Wir machen den Test. Auf alle Fälle. Wollen wir den Test natürlich, machen? Natürlich. Wir machen den Test. Wir kaufen ein Paket so und ein Paket so. Da steht nur noch drauf auf dem Kassenbon Premium-Bulette. Premium. Okay, das hinterfragen wir. Wir hinterfragen das. Bulettenthema. Oder was? Ja, nee, wir hinterfragen das. Das frische Thema von Buletten bei Kaufland. Ja. Ja. Wo kommt die Bulette her aus der frischen Theke? Das fragen wir uns angesichts Dennis seiner Vergangenheit. Seines Rückfalls aufgrund der Einnahme einer falschen Bulette. In Amerika würde sowas klappen, lass uns das hier auch versuchen. Naja, dann nochmal, der Dennis, der natürlich. Hat das natürlich nicht verkraftet. Der war völlig depressiv auf immer. Und dann muss er jetzt durchknallen. Und dann stell mal vor, da wäre was passiert. Also, wir wollen jetzt eine Million. Ja. Ja, ja. Nee, pro Bulette? Mehr, 2. Mehr. Pro Bulette? Pro Happen. Ja, also, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, müssen wir wirklich, lass uns das machen. Wir gehen da hin, wir kaufen eine Premium-Bulette. Cool. Tada, tada. Ich hab alles abgemalt. Egal, komm ich. Komm jetzt hier bekannt, wo warst du denn her? Das ist Mawumbe, Wawamba, Babimbe. Was? Was ist Mampampe? Mampampe-Buch? Ich hab das aus dem Buch abgemalt. Ja, Dennis kommt auch. Ja, Mizi sitzt da. Genau, bitte. Ganz banal. Das piept ganz fürchterlich in der Nase. Das Vögelchen braucht auch seine Nahrung. Miri. Mama. Mama Mia. Was? Melo. Loco. Nö, mit Enten. War der das nicht? Zeig mal. Sieht aber genauso aus. Für hier so ein Fach, wo man Figuren lernt in Mathe. Oder was mit oder Geometrie. Mathe ist. Geometrie, geometrischen Figuren. Unterm Fach in Mathe. Will ich hier im Kreuzwort rätseln oder was? Unterfach in Mathematik mit Figuren. Wenn nicht ist. Ach, wir machen ein Video. Mal ich's mal. Nein, das ist nichts. Das ist nämlich jetzt nichts. Oh, das kann sie schon gut aussprechen. Sie kann auch Mandarine sagen, da habe ich vorhin gestaunt. Ja. Ja, das passt ja zum Buddelig sein. Weil der Buddha hat den Kindern erklärt, wie man achtsamer leben kann. Und zwar nannte er das die Mandarine der Achtsamkeit. Artbuchse. Walisis Artbuchs. Und Feuchttücher. Und trocken. Brötchen, sorry.
mit der anderen Farbe da jetzt gemacht? Haben wir gefragt. Ich will auch malen. Du kannst gleich malen jetzt. Was ist das? Was ist das jetzt? Der Fuß. Hm? Der Fuß. Das ist die Fuß? Der Fuß. Und die Fuß. Ich hab nicht die Fuß gesagt. Wo ist denn der Akku jetzt auf alle hier? Ja, das ist ein Grundspiel. Guck mal, aber hat sie Patronen für die Katze? Naja, oh, den einen Tag rennst du mal zur Katze. Fertig? Und streichelt sie, ja. Und sagt dabei immer, Angst, check mal. Angst. Check mal, wow. Also in einer Reihenform. Das hat eine richtig giftige Farbe mittlerweile. Ja, das kann auch keiner essen mehr, ey. Das ist voll der Such. Daran, weil der Sellerie mit dem Sauerstoff wieder hier hat, der wird immer ein bisschen dunkler. So ein Schwachsinn, ey. So viel Pfeffer drin in dem Kack. Der wird mal an, ey. Da wir ja nie Sellerie essen müssen, weiß ich das nicht. Dem Dennis hat's geschmeckt. Ja, hat es geschmeckt. Er hat aufgegessen. Gut geschmeckt. Mit Zimt, nur zu empfehlen. Mit Zimt, eine Hühnersuppe mit einer leichten Prise Zimt ist schmackhaft. Ich